Hallo bei Lisas Leute. Heute bin ich in der gemütlichen Teestube mit dem Sebastian Auer. Der Sepp, kennt ihn wahrscheinlich als Sepp, kommt aus Hof, recht weit von hier, ne, an der tschechischen Grenze, aber hat trotzdem zum Umweltcampus den Weg gefunden und ja, ist jetzt hier auch ganz engagiert und macht recht viel, außer studieren. Du studierst oder hast Umwelt- und Betriebswirtschaft studiert im Bachelor und jetzt Master. Aber nebenher gibt es natürlich noch viele andere Sachen zu tun. Zum Beispiel bist du Mitglied im Fachbereichsrat. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Was macht ihr denn da so? Also wir sind ein Grüppchen von 6 Studenten. Momentan sind wir 4 Mädels und 2 Jungs, glaube ich. Da sitzt übrigens die Jan, das seht ihr leider nicht. Die ist auch im Fachbereichsrat. Und wir versuchen uns für studentische Belange einfach einzusetzen. Schaut so aus, dass wir ungefähr 3-mal im Semester sowas wie eine kleine Konferenz haben. Und das ist eine Mischung aus Mitarbeitern, Professoren und eben auch Studenten am Start. Und wir versuchen da halt eben für die studentischen Belange uns einzusetzen, nicht nur im Fachbereichsrat, sondern eben dann auch in den ganzen zusätzlichen Sitzungen, die es gibt. Also du hast nicht nur diesen einen Fachbereichsrat, sondern halt dann zum Beispiel Ausschüsse, Prüfungsausschüsse, du hast Ausschüsse über Studium und Lehre, du hast Gleichberechtigungsausschüsse und so weiter. Also doch schon recht viel zu tun. Ja, es geht. Es ist ein ganz gediegener Job. Wichtig daran ist es einfach, finde ich jetzt, da mal die Professoren auch von der anderen Seite kennenzulernen und sich halt einfach wirklich dann ein bisschen in dieses politische Hochschulleben ein bisschen einzufinden. Und ich glaube, es ist sehr interessant, das mal mitzunehmen. Und man hat halt eben auch eine Möglichkeit, sich wirklich für uns Studenten einzusetzen. Wie sieht's aus, wenn Leute, die das sehen, da vielleicht mitmachen wollen oder mal gucken wollen, ob das auch was für sie wäre, an dich wenden oder gibt's da eine E-Mail? Nein, eine E-Mail gibt's nicht, aber wir haben jetzt das seit dieser Woche, haben wir was Neues. Wir haben quasi in der Kriminallee so ein Fachbereichskämmerchen und immer rein, aber nicht durchs Bild laufen. Und ja, der Technik ist viel los. Ja. Und da sitzen wir jetzt, ich glaube, jeden Mittwoch zwischen 15 und 16 Uhr, hat die offen. Und da kann man sich zum einen natürlich informieren, was wir überhaupt so treiben. Das geht allerdings auch auf der campuseigenen Homepage. Da gibt es einen Link zum Fachbereichsrat. Da kann man sich auch informieren, in welchen Gremien wir da noch sind und welchen Ausschüssen und was das eigentlich bedeutet. Und wenn man irgendwas hat, irgendwelche Probleme, dann kann man auch zu uns kommen und kann sagen, passt auf, das geht gar nicht. Ihr müsst da mal was machen. Und dafür sind wir eben da, dass wir das dann im Ausschuss den Professoren vortragen. Okay, super. Ja, jetzt sitzen wir ja hier ganz gemütlich und trinken unseren Tee. Ja, wir müssen den Teebeutel raustun. Okay. Mein Fencheltee ist fertig. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über die Teestube. Gerade im Winter ist es ja jetzt recht schön, dass man hier nach der Kälte, wenn man aus den Wohnheimen oder je nachdem, wo man herkommt, sich noch aufwärmen kann. So ist es. Wann ist die Teestube geöffnet? Erzähl einfach mal. Ist also dieses Semester echt sehr gut besucht. Wir haben fast jeden Tag offen. Ich würde so tippen, im Schnitt 3-4 Stunden. Also vormittags bis, es ist unterschiedlich. Also wir haben Hausen an der Tür, haben einen Plan. Und da kann man es genau einsehen. Aber wir haben Montag bis Freitag offen. Es ist jetzt sogar 2-mal in der Woche der Fall, dass wir abends aufmachen. Sprich von 8 bis halb 10. Und die Teestube ist halt, finde ich jetzt persönlich, das Beste für Leute, die von außerhalb herkommen, hier studieren und einen Block frei haben. Und dann weißt du nicht so richtig, was du machen sollst. Und hier kannst du dich halt schön bei einem Tee unterhalten, kannst eine Runde Schach spielen, eine Geo lesen oder Ukulele spielen, was jetzt gerade komischerweise nicht passiert. Und ja. Wo ist die Hintergrundmusik? Üben wir noch. Verschiedene Menschen. Und daher ist es auch wirklich eine gemütliche Sache hier. Ja, stimmt. Also ich war vorher noch nicht hier, aber ich bin angenehm überrascht. Ja, vielleicht gucke ich mal in der Mittagspause öfter vorbei. Ja, sehr gemütlich. Solltest du kann machen. Ich nur empfehlen. Ja, wenn der Tee jetzt nicht so heiß wäre, würde ich auch noch einen Schluck probieren. Aber gut. Pusten. Ja, jetzt, wie gesagt, ich habe die Zuhörer ja schon gewarnt, dass du viel zu erzählen hast von den ganzen Dingen, die du hier am Campus machst. Hast du ja auch bei den Flying Days jetzt mitgearbeitet als Organisator? Wie war das denn so? War viel zu tun, ne? Viele. Oh ja.
Also das hätte ich selbst nicht gedacht, dass es da so viel zu gibt, so viel zu tun zu gibt. Es ist so, dass wir halt dieses Semester besonders viel Erstis bekommen haben, aus dem Grund, weil wir hier diese doppelten Jahrgänge haben und es gibt da jetzt auch keine Bundeswehr mehr. Also gibt schon noch, aber halt nicht mehr die Wehrpflicht. Und somit wurden wir positiv überrascht, dass wir jetzt so viel Erstis hatten. Und die Flying Days, ihr wisst anscheinend, die meisten wissen gar nicht, was die Flying Days so richtig sind. Oder, naja, ich versuche es mal kurz zu umreißen. Also es ist was ganz Besonderes bei uns am Campus, weil halt ganz einfach die neuen Studenten erstmal gar nicht wissen, was Sache ist, was los ist, wie ist denn das Studentenleben und so. Und das zeichnet hier auch ein Campus aus, dass man eine Woche lang dann ganz einfach interdisziplinär, auch fachbereichsübergreifend, in Gruppen zusammengewürfelt wird und dann halt einen Campus einfach ein bisschen auf Vordermann bringt. Also es gab dann viele studentische Gruppen, beziehungsweise viele Tutoren, die Gruppen gebildet haben, wo man jetzt zum Beispiel einen Basketballplatz saniert hat oder Tennisplätze, Fußballplätze, Grillbänke gebaut und ja, das ist ja das Schöne an dem Campus, dass man in der Woche lang wirklich was schaffen kann, was der Allgemeinheit zugute kommt, aber trotzdem auch noch die ganzen anderen Leute kennenlernt. Und feiern kann natürlich auch nicht zu kurz. Ja, ich habe ja so ein bisschen mitgekriegt, also waren viele interessante Sachen dabei. Noch eine Sache wollte ich dich fragen, und zwar warst du bei der Reisenden Hochschule dabei. Hört man immer viel davon, aber ich habe leider noch niemanden sonst vor die Kamera gekriegt. Vielleicht, wenn noch jemand möchte, der da auch dabei war, mal zu mir kommen. Aber ich habe jetzt dich. Kannst du ja ein bisschen erzählen, wie war das in Polen? Was habt ihr gemacht? Wie kann man da mitmachen? Also eine Reisende Hochschule wird vom IFAS immer organisiert, unser hauseigenes Institut. Und es geht letztendlich darum, Stoff-Strom-Masterpläne zu entwickeln im Ausland. Es schaut dann so aus, dass du eine Gruppe von 20 Studenten bist. Es wird aufgeteilt wiederum in vier Grüppchen. Das ist ein Finance-Team, erneuerbare Energien-Team und so weiter. Du hast verschiedene Teams. Und wir waren jetzt in dem Fall im Gutshof in der Nähe von Breslau und haben versucht, diesen Gutshof, das ist so ein interkultureller Treffpunkt zwischen Deutsche und Polen. Wir haben den versucht, komplett auf Null Emissionen zu planen. Ja. Und das heißt halt, dass dann die eine Gruppe geschaut hat, wie können wir es am besten umsetzen, sprich Biogasanlage oder Windkraft oder Photovoltaikanlage, Solarthermie. Und die andere Gruppe, das Finance-Team, hat zum Beispiel dann berechnet, wie viel Geld brauchen wir dafür. Die nächste Gruppe hat geschaut, wo kriegt man da Unterstützung. Und so arbeitet eben alles Hand in Hand, dass wir dann am Schluss ein Masterkonzept haben, dass wir dann den Entscheidungsträgern vortragen können. Und die können sich dann überlegen, jo, setzen wir um oder setzen wir nicht um. Und ich kann es nur jedem empfehlen, also Reisende Hochschule ist zwar auch stressig, also ist kein Urlaub, leider nicht. Aber du lernst unheimlich viel dabei, weil das halt sehr in die Praxis geht. Und dann weißt du ja auch gleich, okay, ich setze lieber noch einen Master drauf, weil so viel Arbeit möchte ich dann doch nicht. Ja, so einem kurzen Zeitraum. Gut, hört sich gut an. Habe ich noch was vergessen, das du uns erzählen möchtest? Nö, man kann schon vielleicht noch sagen, dass wir einen Kinoverein ja auch haben. Ah ja. Am Campus. Ich weiß nicht, ob du da schon mal ein Interview geführt hast. Nein, leider noch nicht. Also, ich habe ja dich jetzt hier. Richtig. Also auch eine ganz tolle Angelegenheit, wie ich finde. Wir haben hier einfach die Möglichkeit, wir hatten ja früher mal das Kinogebäude. Das wissen die meisten auch nicht mehr. Es ist jetzt schon seit 4 Jahren abgerissen. Aber wir bekommen jetzt das Kommunikationsgebäude. Und somit haben wir auch wieder einen Kinoverein, der da innen drin Filme vorführen kann. Und wir haben halt auch außen die Möglichkeit, an diesem Treppchen da Freilichtkino zu machen. Und das ist auch so eine studentische Initiative, die so ein Campus wie unser Campus einfach braucht, weil man einfach sagt, okay, wir sind hier nirgendwo, im Outback nenne ich es gern, und wir müssen halt gucken, dass wir selbst, vor allem die hier leben auch, dass wir selbst uns ein bisschen durch studentische Initiativen ein bisschen Leben halt auch zurückholen in Freizeit. Und deswegen so Sachen wie der Kinoverein ist, glaube ich, auch eine ganz nützliche Sache. Und auch Teestube und so. Schön. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der draußen jetzt im Winter zum Campus kommt und sich aufwärmen will, kommt in die Teestube. Tee probiere ich gleich mal, vielleicht ist er abgekühlt.
Und ja, den Sepp wird er sicher mal hier am Campus rumlaufen sehen. Und wenn euch jetzt noch irgendwie eine Frage in den Sinn kommt, würde ich sagen, einfach dich ansprechen, oder? Einfach mich ansprechen. Er ist ein sehr netter Kerl, also probiert's einfach mal. Ja, und das war's. In der Teestube hier ist gut Betrieb. Gerade noch jemand reingekommen, von daher wollen wir jetzt nicht zu lange die Leute hier warten lassen. Aber vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg mit den ganzen Aktionen, die du hier startest. Und ja, wir sehen uns in der Teestube. Ciao.